Schauen wir mal, wo es noch irgendwelche Sachen gibt, wo man was bauen können, zum Beispiel Güter. Na, da kam ja die Frage, kann man eigentlich nur Eisenbahn bauen? Nein, wir können auch LKWs machen, wir können Busse. Was ist denn hier wieder los? Das sieht wieder so aus, als würde das da irgendeinen Stau irgendwo geben. Da ist aber keiner hier. Stafern. Irgendwo ist wieder Käse. Wieder an der gleichen Stelle, wa? Was ist denn hier los? Wieso ist denn jetzt hier Chaos angesagt? Erzählt mir das mal. Okay, dann drehe ich euch mal wieder um hier. Wieso fährst du los? Wieso haltet ihr nicht am Signal an und wieso kriegt ihr freies Signal, ihr Idioten? Ach, weil ich hier noch ein Signal hingesetzt habe. Ey, daran lag es. Okay, das wollen wir mal abreißen. Falls ich es hier sehen kann durch diesen Nebel. So, dann reißen wir mal da die Signal. Daran lag es. Dem Signal. Ja, okay. Du darfst gleich. Bitte ein bisschen Geduld, mein Lieber. Den drehe ich mal um und dann sollte das jetzt aber klappen hier. So, dann fahren wir mal mit einem mit. Guck mal an die Station, wie viel warten denn da schon? Öl, 200, 200, 300 in Gößenrot. Ja, das ist dann immer ein schönes Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Es lag also gar nicht an der Weiche, die wir da am Anfang mal weggenommen haben, sondern an diesem Signal. Naja, muss man ja auch mal wissen. Ah, ja, gut angehalten da. Tuchstraßenbahn. So, wie ist er denn gefüllt? Nur mit 6. Okay, naja, der ist natürlich jetzt der vorletzte der langen Kette. Die ersten haben natürlich alles abgebaut. Es sollte ja eigentlich gleichmäßig laufen hier. Dass es das nicht tut, lag ja an mir. Und deswegen gibt es dann wahrscheinlich auch Minus im Budget. Hier stehen sie alle rum auf der Seite. So, wie sieht es aus mit dem Alter? Mal gucken. Alter der Fahrzeuge, 29 an der Bus. Sollte bald ausgetauscht werden. Da gucken wir mal, dass wir hier. Machen wir vielleicht so lange, bis hier die ganzen SMSG und so weiter als Elektrofahrzeuge. Hier die BGHAV-Linie. So, was ist hier? Natürlich stehen sie in Achterreihen, ist klar. Ja, man muss da unheimlich aufpassen. Also so ein falsch gesetztes Signal und tja.
Das war's dann. Ah, da ist natürlich jetzt immer, wenn er als Vorletzter dran ist, da kommt ja noch einer hinterher, glaube ich. Dann hat er natürlich immer sehr wenig Passagiere nur, ist klar. Wie sieht das jetzt mit den Finanzen aus? Wir haben Straßenbaukosten, wir haben Bulldozer, wir haben was weiß ich. Wir machen aber immer noch satten Gewinn, haben schon 300 Millionen. Ja, wir spielen auch auf einfach. Vielleicht hätte ich doch vielleicht auf mittel oder schwer spielen sollen. Aber so für den Anfang ist es mal okay, dass man das Spiel mal kennenlernt. Gut, ja. Das ist mal so, die meisten sollten das ja eigentlich kennen, weil das Spiel ja doch schon ein bisschen älter ist. Fahren wir mal mit dem zurück. Der ist natürlich gut ausgebucht. Ah ja, da ist aber eine schöne Fluktuation. Oder ein schöner Umsatz. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Das ist ein Dieselfahrzeug. So ein richtiger Sprinter-Diesel. Aber wir haben jetzt alles schon auf elektrisch umgestellt. Also brauchen wir den Diesel gar nicht. Wir werden hier diese Eisenbahnlinie noch ein bisschen abändern, dass wir hier ein bisschen dichter dran fahren und den Abzweig weiter oben machen. Dass man eine längere Strecke hat, wo sie dann viergleisig sind. So, gucken wir mal, wie viel steigen aus. Okay. Es ist alles elektrisch, wie gesagt. Passt jetzt die Holzbrücke natürlich eigentlich nicht zu da oben, ne, zu der elektrischen, aber ist egal. Wir haben sie jetzt mal, habe ich nicht aufgepasst. Und es ist die Güterbahn, sagen wir mal für Güterbahnen vielleicht Holzbrücken, oder? So, hier geht es jetzt auch wieder. Steilshagen war das. Jetzt fahren wir nach Meerstedt. Müsste gleich der Güterabzweig kommen, da ist er, genau. Da können wir stolz drauf sein, auf dieses schöne Gleisviereck, das oder die Gleiskreuzung. Das läuft alles problemlos. Das einzige Problem war bei uns halt hinten der Endbahnhof. Ist noch nicht mal ausgebucht, ja. Na gut, wer fährt denn schon nach Spesenrot, ne? Wer fährt denn schon nach Spesenrot? Guckt euch die Hochhäuser da hinten an. Das ist richtig High Quality Hochhäuser von 1935. Wir nähern uns dem Zweiten Weltkrieg, aber da wird man hier auch nichts von mitkriegen. Das hier ist eine richtig richtig gemütliche Stadt. So, da sind wir am Ende. Ja, genau. Jetzt dreht er um. Sind noch 20 Leute da gewesen.
Ja, das war natürlich dann schon eine Pleite. So was hatte ich gesagt, wir wollten. Ey, roter Pfeil, das sieht natürlich super aus. Das ist aber so ein Triebwagen, ne? Das heißt, der wäre was für Nebenstrecken, aber da reicht natürlich dann so ein roter Pfeil gar nicht. Aber rot ist schon mal nicht schlecht. So, da fahren wir mal hier. Guckt euch das an. Das sind Hochhäuser hier. Wahnsinn. Da ist auch richtig Geld. Der Geldadel wohnt hier. Und da haben sie dann Tennisplätze angelegt oder Fußballplätze, Sportplätze. Und auch höchster Geldadel, der hier Sportplätze angelegt hat. Wohnungen. Schon super.